Willkommen zur ersten Folge Paper Mario Color Splash. Ja, das... Story. Jetzt kommt erstmal die Story. Das ist das Intro von Paper Mario Color Splash. So, da wären wir. Das ist also das berühmte Port Prisma. Hier ist es so friedlich und still, ziemlich still sogar. Wo sind denn alle hin? Es tut so gut, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wir sind hier doch am richtigen Ort. Port Prisma. Ich hatte angenommen, Port Prisma wäre ein Urlaubsparadies, doch dafür scheint es zu still. Denkst du nicht? Ja, das ist seltsam. Dabei habe ich extra Bescheid gesagt, dass wir kommen. Man sollte annehmen, dass es einen etwas herzlicheren Empfang für Prinzessin Peach und den großen Mario gibt. Stichwort Mario. Was macht er denn da? Mario, wir sind hier. Komm an Land. Oh, das war wirklich ein schlimmer Sturm letzte Nacht, nicht wahr, du Ärmster? Ha, du siehst aus wie ein weggeworfenes Bonbonpapier. Die Wogen haben sich geglättet und dann solltest du dir ein Beispiel nehmen. Achso, ich musste was drücken. Das ist mein Mario, viel besser. Nun, ich werde noch einmal einen Blick auf diese Postkarte werfen. Ich mag ja gar nicht daran denken, dass sie wirklich aus einem gefalteten, farblosen Tod besteht. Der einzige Hinweis, den wir haben, ist, dass er hier in Port Prisma aufgegeben wurde. Keine Sorge, Prinzessin, ich habe den Stadtführer von Port Prisma auswendig gelernt, also kenne ich mich hier bestens aus. Wir sollten zum Prisma-Brunnen im Zentrum der Stadt gehen. Er ist eine große Touristenattraktion. Dort finden wir dann sicher einige Einheimische, die uns weiterhelfen können. Ein ausgezeichneter Plan. Doch ich habe ein ungutes Gefühl, was diese Stadt angeht. Wir sollten vorsichtig sein. Und nun können wir das erste Mal Mario spielen. Es ist viel zu still, das stimmt doch etwa nicht. Und ja, wir können auch nicht viel machen, wir können nur springen.
Und es läuft auch gerade gar keine Musik. Komisch. Weiße Buchstaben auf einem weißen Schild. Das ist ja wohl der Gipfel des schlechten Designs. Wer hat das nun für eine gute Idee gehalten? Ja, und das ist mein allererstes Paper Mario, was ich spiele. Willkommen in Port Prisma. Und obwohl auch viele sagen, es ist kein echtes Paper Mario. Ja. Oh, ein Hammer. Ah, jetzt kommen wir voran. Auf der Kiste, da scheint sich etwas zu befinden. Hey Mario, kannst du vielleicht auf die Kisten springen und nachsehen? Wieso ich? Warum kommt ihr nicht mit? Achso, doch. Nee. Warum muss ich das allein machen? Aber egal. Hammer erhalten. Super, dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass ich auf der Reise versehentlich den Hammer über Bord geworfen habe, oder? Der hier funktioniert bestimmt genau wie deiner. Drück einfach B, um ihn anzusetzen. Ja. Probieren wir sofort mal aus. Ja. Hey, sehe ich etwa aus wie eine Kiste? Ja. Oh, Mann. Kann ich hier drauf hauen? Na, ja. Aber bringt nichts. Nun, wir sind hier in Port Prisma angekommen und sehen uns jetzt mal die Stadt an und laut Toad gehen wir jetzt zum Farbrunnen. Tut mir leid, Kiste, aber wir hatten keine Wahl. Und jetzt sehen wir uns die Stadt an. Ja, wir sehen uns die Stadt an. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass der Hammer auf B ist und nicht auf A. Und man mit A springt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Niemand da. Komisch. Oh, das ist ja eine richtige Geisterstadt. Da kann doch etwas nicht stimmen. Bist du sicher, dass dies der Prismabrunnen ist, Toad? Mein Stadtführer sagt, dass der Brunnen einen beeindruckenden Regenbogen voller Glück und Freude ist. Sieht man irgendwie nicht so. Also, ja, kann wirklich nicht ganz stimmen. Ich sehe mich einmal etwas um und versuche einen Hinweis zu finden. Der Poststempel auf diesem bedauernswerten Tod lässt ja leider keinen Zweifel. Er wurde definitiv in Port Prisma abgegeben. Aufgegeben. Wer kann so etwas Furchtbares nur getan haben? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwelche Shy Guys oder Bowser? Okay, das kam unerwartet. Sieh nur, in dem Brunnen scheint sich eine Art Mechanismus zu befinden. Den sollten wir uns wohl einmal näher ansehen. Ansehen. Notfallsystem. Im Notfall bitte die folgenden drei Schalter auf dem Prismaplatz finden und aktivieren. Blau schlagen, gelb ziehen, rot springen. So. Ja. Man kann einfach auf alles hauen und es kommt Geld raus. Ah, das war dann wohl schon Nummer 1.
Das war jetzt auch gerade eigentlich Zufall. Das scheint dann Nummer 2 zu sein. Blau schlagen, gelb ziehen und rot springen. Rot springen. Hier hinten ist viel rot. Ah, hier. Nicht allzu ein schweres Rätsel. Und damit haben wir den Mechanismus aktiviert. Ein Farbeimer. Ist das etwa ein Farbeimer? Lass uns nachsehen, was sich da drin befindet. Versuch doch einmal den Deckel zu öffnen. Nee. Oh, stimmt ja. Man braucht ein besonderes Werkzeug, um einen Farbeimer wie diesen zu öffnen. Nun, das einzige Werkzeug, das uns zur Verfügung steht, ist ein wenig gröber. Doch vielleicht geht es auch damit. Geht doch. Fabian, der Farbeimer. Au, was sollte das denn? Wie würde es dir gefallen, wenn dich im Schlaf jemand mit einem Hammer schlägt? Das tut uns leid. Es ist nur, dass wir dachten... du wärst ein Farbeimer und haben wir versucht, dich zu öffnen. Da haben wir dich versucht zu öffnen. Ein ganz gewöhnlicher Farbeimer? Ich? Na gut, ihr seht aus, als wärt ihr nicht von hier. Also werde ich euch diesen Bemerkung mal großzügig verzeihen. Aber ich bin so viel mehr als ein gewöhnlicher Farbeimer. Und jetzt, da ihr mich aufgeweckt habt, da kann ich euch ein wenig herumführen. Was sagt ihr? Ja. Oh, vielen Dank für das Angebot. Doch wir sind hier, um einer seltsamen Postkarte nachzugehen, die in dieser Stadt aufgegeben wurde. Nur, dass es sich nicht um eine Postkarte handelt, es ist ein... Es ist einer unserer Toads, entfärbt und entstempelt in Port Prisma. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Prinzessin Peach aus dem Pilzkönigreich. Mario hier ist mein guter Freund. Falls nötig, springt er auf Sachen oder schlägt sie mit dem Hammer. Ist eine gute Beschreibung. Und hier irgendwo müsste auch mein kluger, hart arbeitender Untertan sein. Okay. Kam unerwartet. Was war das? Was war das? Stopp! Weg von mir! Das hat nicht gut geklungen. Das klang wie Toad. Er könnte verletzt sein oder sich in Schwierigkeiten befinden. Willkommen, Toad. Ja, okay, jetzt eskaliert die Musik gerade total. Aufhören! Meine schöne Farbe! Du liebe Güte, was tut dieses Monster denn mit ihm? Mario, Hilfe! Ich kann meine Hose nicht mehr spüren. Aber ich habe etwas Nützliches gefunden. Nimm es und denk an mich. Okay. Karten erhalten. Kartenset erhalten.
Okay. Das ist... Toad! Nein! Armer Toad. Toad. Ha, mit so vielen Karten kannst du diesen Strohhalmsauger Paroli bieten. Entschuldigung. Und da kommt er auch schon. Hey, warte. Okay. Hast du überhaupt Farbe, Mario? Was? Nein. Du weißt schon, Farbe. Sozusagen unser Lebenssaft. Nein? Was machen wir denn jetzt? Hier kriegen wir nirgendwo Farbe her. Es geht wohl nicht anders. Mario, du musst mich ausquetschen. Drücke A, wenn du neben mir stehst und gib mir eine herzliche Umarmung. Okay. Ich fühle mich jetzt so schlank und leicht. Fühlt ihr euch etwa die ganze Zeit so? Gut, und jetzt mal zum Thema. Die Farbe, die du von mir erhalten hast, besteht aus vielen Wesen. Mein Blut, mein Schweiß und meinen Tränen. Na gut, nicht wirklich so natürlich. Jedenfalls kannst du sie dazu verwenden, mehr aus den Karten herauszuholen, die der Toad dir gegeben hat. Und die kannst du dann verwenden, um diesen Schlürfern tu nicht gut, das Handwerk zu legen. Warum sind das jetzt drei? Hä? Hallo, tut uns ja leid zu stören, aber wir würden jetzt gerne angreifen, aber nun, wenn es für dich auch in Ordnung ist. Okay? Nein, ist es nicht! Und seit wann gibt es denn drei von denen? Egal, wir haben Karten und wir haben Farbe. Du weißt, was du zu tun hast? Hoffe ich. Der erste Kampf! Du hast überhaupt keine Ahnung, was du tun sollst, oder? Keine Ahnung. Aber keine Sorge, Onkel Fabian macht das schon. Ah, jetzt ist hier unten auf dem Gamepad sind ein paar Karten aufgetaucht. Also hier sind alle Karten, die du von Toad erhalten hast. Man nennt sie nicht ohne Grund Kampfkarten. Ach ja, muss was drüber. Je nach Karte kannst du im Kampf eine andere Aktion ausführen. Die Bilder auf den Karten sind ein Hinweis darauf, wie die aussieht. Sieh dir zum Beispiel die hier einmal an. Da sind zwei Schuhe drauf zu sehen. Das bedeutet, dass du mit dieser Karte zwei Sprungattacken ausführen kannst. Die Anzahl der Sprungsymbole auf einer Karte gibt an, wie oft du angreifen kannst. Dieser Stiefel in Übergröße hier lässt sich, ihr könnt es leider nicht sehen, aber lässt dich eine wirklich mächtige Sprungattacke ausführen. Je größer das Symbol, umso stärker der Angriff. Ganz einfach, oder? Gut, jetzt wählst du eine Karte und ziehst sie in dieses Feld. Nehmen erstmal einen ganz normalen Sprung. Berühre bereit, wenn du die von dir gewünschte Karte ausgewählt hast. Los, probiere es einmal aus.
Als nächstes kannst du die gewählte Karte einfärben. Berühre dazu einfach die Karte mit deinem Finger. Je mehr du sie einfärbst, umso stärker ist sie auch im Kampf. Achso, fester. Fertig gefärbt. Färbe sie so ein, wie du magst. Und berühre dann fertig gefärbt. Wenn du bereit bist, die Karte zu spielen, schiebe sie schnell nach oben, um mit dem Kampf zu beginnen. Okay, jetzt geht's da oben weiter. So, und ab jetzt wird es richtig spannend. Drücke genau im richtigen Moment eines Angriffes A, um die Stärke des Angriffes zu erhöhen oder einen Bonusangriff zu erhalten. Eine Sprungattacke solltest du dafür A drücken, kurz bevor du auf einen Gegner landest. Mit dem richtigen Zeitgefühl kannst du bis zu 5 Sprünge hintereinander ausführen. Unwerfend, oder? Anstatt A zu drücken, kannst du auch den Bildschirm des Gamepads berühren. Exzellent. Okay. Gut. Jetzt kommt allerdings der unangenehme Teil. Sie werden dich auch angreifen. Also du kannst mehr tun als ihr.